Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Niantic hat gerade eben angekündigt, dass es neue Krypto-Pokémon gibt. Team Go Rocket hat so oft auf die Nase bekommen, dass die sich jetzt halt neu ausstatten müssen. Und dementsprechend bringen sie folgende Pokémon mit. Bluzug, Omot, Mirapla. Ich bin mir noch nicht... Ich habe es wieder mal vergessen, wie es richtig heißt. Duflor, Enton, Fukano, Abra, Nocturne, Lavita und Chillast. Oh, Chillast? Ja, Professor Willow hat auch noch etwas herausgefunden, dass Krypto-Pokémon keine exklusive Community-Day-Attacke erlernen können. Dementsprechend solltet ihr das Pokémon vorher erlösen, wenn ihr die C-Day-Attacke auf dieses Pokémon haben möchtet. Diese Pokémon sind zum Teil echt sehr interessant. Also ich finde ein Lavita, Nocturne und Chillast, ja vielleicht, kommt drauf an. Also was mich ein bisschen beunruhigt, der Pool wird immer größer und manche Pokémon werden dadurch halt immer seltener. Schauen wir uns den aktuellen Pool an, den ich hier euch hier nochmal anzeige. Wie in welcher Konstellation die vorkommen. Und man weiß ja, dass man das erste und zweite Pokémon fangen kann. Und ja, habt ihr schon alle? Also ich habe immer noch keinen Krypto-Kabador jemals gesehen, begegnet. Also bestimmte Pokémon sind wirklich sehr häufig und es gibt bestimmte Pokémon, die sind sehr selten. Also da war ich jetzt irgendwie noch nicht so erfolgreich, aber habe auch jetzt bestimmt seit über eine Woche kein Team Go Rocket vor meiner Nase bekommen oder ich hatte keine Möglichkeit, ihn zu jagen. Wie sieht es denn bei euch aus? Welche Pokémon fehlen euch denn eigentlich vom aktuellen Pool und auf welches Pokémon freut ihr euch am meisten? Ich finde, Lavita ist definitiv eine sehr, sehr hübsche Wahl. Das heißt, da kann sich jeder ein Lavita besorgen. Und das ist doch auch eine schöne Sache, also vor allem, weil man das ja dann auch jagen kann und vielleicht dann auch einen 100er bekommt. Nocturne finde ich interessant, weil dieses Pokémon ist wirklich sehr, sehr selten. Wenn jemand ein Nocturne braucht, dann ist das sehr praktisch, sich dann darüber zu behelfen. Bin mal gespannt, ob auch irgendwann noch Kikli dazu kommt oder noch vielleicht ein anderes Pokémon wie Capoeira. Ich bin ja mal echt gespannt, ob sich jetzt gewisse Teamkonstellationen einfach ändern und dass man zum Beispiel Lavita gar nicht als erstes Pokémon auftaucht, sondern vielleicht als zweites Pokémon, also jetzt immer als zweites Pokémon, so dass man eine sehr geringe Chance, 15% waren es glaube ich, 15% habt ihr die Chance, das zweite Pokémon zu fangen und das wäre ja genau das Richtige im Endeffekt, dass Lavita nicht zu krass gefarmt werden kann, sondern dass vielleicht sogar das erste Pokémon immer Hunduster ist. Lassen wir uns überraschen, wie es weitergeht. Es wird bestimmt bald genügend Berichte von vielen Trainern geben, sodass wir dann auch Infografiken noch bekommen und wir uns schon darauf vorbereiten können, was für Teams daraus hervorgehen und vor allem, wie stark wird Nocturne sein. Ich finde auf jeden Fall, dass Nocturne in diesem Pool wahrscheinlich das stärkste Pokémon ist. Es hat einen sehr starken Verteidigungswert und dementsprechend könnte das ein bisschen knifflig werden. Auch wenn bestimmt Relaxo noch stärker sein wird als Nocturne, aber trotzdem könnte das eine interessante Kampfbegegnung werden. Ich bin echt gespannt, wie sich das jetzt nun weiterentwickelt. Ich hoffe, ihr habt auch so Bock drauf und wir werden häufig Team Rocket auf die Nase geben. Also geht raus und schnappt sie euch und bis zum nächsten Mal. Batsch.